Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Figre. Robin Figre. Noch einmal Figre. Fabian. Goal! Und da haben wir das erste Tor der Partie. Fabian Ganz hält dann mal drauf und in diesem Fall funktioniert es auch. Ja, sehr schöner Schuss von Fabian Ganz. Er ist bekannt dafür, dass er einen guten Schuss hat. Im Slot, ein bisschen im höheren Slot, kommt er frei zum Schuss und haut sie dort Fanghand schön auf. Noch gute Arbeit hier dann von Erik Fey mit dem Screening. Hier sehen wir es. Zumindest der Versuch, hätte die Scheibe auch noch ablenken können. Das Platz hier für Bechler. Eschlimann. Und die Scheibe ist im Tor. Marc Eschlimann mit dem Ausgleichstreffer. Eigentlich aus einer unmöglichen Position. Da hat er gut lachen. Marc Eschlimann. Ja, einfach gespielt. Schiebe aufs Goal gebracht. Die erste schöne Aktion von Bechler, die sich durchsetzt und nachher beim Eschlimann, der wirklich eigentlich praktisch nichts mehr hat und einfach mal die Scheibe aufs Goal bringt und Zürkirchen da am nächsten Posten verwünscht. Er sieht dort nichts, aber das ist natürlich, muss er schon ein bisschen auf seine Kappe nehmen, da muss er am nächsten Posten zumachen. Also vermeintlich ist er ja auch zu, aber ganz gemein, der rutscht ihm die Scheibe über den Klaver. Das ist dann eben auch etwas unaufmerksam, wenn er mit seiner Erfahrung die Scheibe so spediert. Dann geht's nicht allein. Es ist im Powerplay. Viktor Packen. Direkte Abschlussmöglichkeit. Und die Scheibe ist im Tor 2:1. Für die GZK Lions, Fabian Berry hier mit dem Abschlussversuch und mit dem Treffer. Und wieder sehr unglücklich, wie da dann am Ende Sado Zürkirchen ausschaut. Ja, aber ein schöner Pass von Backmann durch das ganze Drittel. Düster Schuss, aber spielt sich das düster an. Und schöner Pass, hervorragender One-Timer, aber sie kuldert wieder unglücklich rein. Auch da nicht grosser Vorwurf am Zürkirchen, aber einen guten Tag hat er dir. Ja, er balanciert da die Scheibe quasi auf seinen Oberarm. Also das ist doch etwas, was sich da durchzieht. Voll offensiv, und hier ist er. 2:2, Lucky Althofer. Hier kommt ein Schuss hoch, mal nicht einfach nur direkt aufs Tor, sondern mit einem hohen Stock abgelenkt. Also hoher Stock eben nicht, sondern auf einer gewissen Höhe. Und ich glaube, Xeno Büsse beschwert dann auch genau eben diese Aktion, kann ich mir vorstellen. Schauen wir noch einmal, wir haben hier gleich die Szene. Nein, das war hier kein hoher Stock, definitiv nichts. Nichts dergleichen zu sehen. Wir wollen da Paul Gans mit der 3:2. So geht eben Energie. Man hat richtig gespürt, ja, nach diesem Tor, das nicht gegeben wurde, dass irgendwie eine Energie kommt, die für den Gegner nicht positiv werden kann. Ja, die Halle ist richtig am Brodeln. Das ist das, was man gleich verklaut. Der war innerhalb vom Spiel, oder teilweise jetzt eigentlich heute, oder? Wo das Ganze eigentlich so zu Beginn solche Fehler. Also hier Erik Fey mit der nächsten Chance. Fey! Mit der 4:2. Und hier macht er sie dann. Ja, und Erik Fey ist in einer Situation, hat schon 3-4 Chancen gehabt, die er nicht nützt. Aber jetzt, wo die Emotionen da sind, macht er eine hervorragende Scheibenklau an der blauen Linie und nachher geht er allein fürs Goal. Und wenn er sie da wieder runterklebt, einfach mit einer ganz anderen Körpersprache als etwa vor einer Stunde. Ja, Wahnsinn, was innerhalb von knapp 60 Minuten so alles passiert. Geht es weiter, die letzte Runde der Qualifikation. Das wird auch noch einmal ein grandioser Abend, das ist klar. Da gibt es diverse Entscheidungen. Pre-Playoffs, ja oder nein? Playoffs, ja oder nein? Alles morgen bei uns auf MySports. Aber jetzt wird diese Partie, das zu Ende. André Spieler
setzt da den nächsten Punkt zum 5:2, 5 Minuten 19 vor Ende des dritten Drittels. Klar, das Ganze hier ist eingetütet, das Ganze ist gelaufen, definitiv mit diesem Tor. Ja, da wieder einfach. Ganz wieder bei 6 gegen 5 und der nächste, der im Gesicht getroffen wurde, Seiler. Eine Scheibe allerdings und noch ein Tor. Das 3:5 für die GZK Lions. Sie nähert sich noch einmal. Und dann hier allerdings wird da beschwert. Allerdings verstehe ich, dass da nicht davon abgepfiffen wurde. Ja, und dann geht Kleins mit dem Tor. Hier noch einmal, Seile im Gesicht getroffen. Kann man abpfeifen hier. Der Foul zurückgelegt und dann herrlich geschossen hier von Fabian Berry. Doppeltorschütze Fabian Berry. Physisch spielen, muss mit voller Intensität spielen. Und jetzt da noch Empty Netter. Ja, Kloten muss wirklich bis zum Schluss muss Playoff-Hockey spielen, weil sonst ist die Liga zu ausgleichen.